Aloha Amigos und Senoritas und herzlich willkommen zu den News am Montag. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch Instagram benutzen. Ihr wisst schon, diese tolle hipsterige Foto-App, mit der Millionen von Menschen mit ihren Haustieren oder ihren Essensresten auf Facebook rumnerven können. Ausgenommen natürlich Bilder wie beispielsweise diese niedliche Katze. Euch alle könnte die neue Geschäftspolitik von Instagram interessieren. Die Anwendung, oder besser gesagt die Macher der Anwendung, sichern sich nämlich nun die alleinigen Nutzungsrechte für eure Bilder. Ihr habt richtig gehört, das heißt so viel wie Instagram darf fortan eure Bilder, die ihr schießt und hochladet, an potenzielle Werbekunden verkaufen. Das heißt, ihr seht euch, euren Vorbau oder vielleicht sogar eure Muschi. Und wer jetzt nicht an niedliche Kätzchen denkt, der geht sich bitte schämen. Unter Umständen bald selbst im Netz als Werbefratze für irgendwelche Lieferdienste oder fragwürdige Porno-Download-Seiten. Das Witzige ist, mittlerweile haben sich so unendlich viele Leute aufgeregt, dass Instagram voll Speed zurückrudert und behauptet, das Ganze wäre natürlich nur ein Übersetzungsfehler in den AGB, der für Verwirrung gesorgt hat. Ja klar, ein Übersetzungsfehler einer amerikanischen Firma in Amerika. Vom Englischen ins Englische oder was? Ja, nee, ist klar. Nutzt ihr Instagram, wenn ihr sowas hört? Wollt ihr es weiter nutzen? Und wie kommen Leute überhaupt auf solche Ideen? Lasst einen Kommentar da, wie ihr darüber denkt. Auf was für Ideen Leute kommen, frage ich mich öfters mal. Und wie bestimmte Leute ticken, verstehe ich erst gar nicht. So ging es mir erst vor kurzem, als ich erfahren habe, dass eine junge Frau in Köln durch K.O.-Tropfen narkotisiert und daraufhin vergewaltigt wurde. Nachdem das Opfer es geschafft hat, sich zu einer Notärztin zu schleppen, wurde dieser traurige Verdacht tatsächlich bestätigt. Des Weiteren konnte die Notärztin eine mögliche Schwangerschaft infolge der Vergewaltigung nicht ausschließen. Die Notärztin war zuständig für die Erstversorgung des Opfers und kontaktierte daraufhin weitergehend zwei Kliniken in der Nähe. Es war jetzt nämlich dringend notwendig, dass die junge Frau umgehend gynäkologisch untersucht wird. Halt, stopp! Jetzt kommt's. Das St. Vinzenz Hospital in Köln-Nippes und das Heilig-Geist-Krankenhaus im Nachbarbezirk haben die Untersuchung abgelehnt. Man hat's abgelehnt, einem Vergewaltigungsopfer zu helfen. Und warum? Mit der Begründung, dass bei so einer Untersuchung auch über die Pille danach aufgeklärt werden müsse. Und das sei in diesen katholischen Krankenhäusern ethisch nicht vertretbar. What? The fuck? Eine vergewaltigte, auf jeden Fall höchst traumatisierte junge Frau wird von einem katholischen Krankenhaus abgewiesen, unter dem Aspekt, dass ihr Anliegen unmoralisch ist? Da kriege ich gleichermaßen Gänsehaut wie einen Kotzreiz. Und außerdem... Oh, was ist das denn? Oh, der Glaube an die Menschheit! Leute, mir fehlen echt die Worte. Ich weiß, das kommt nicht oft vor, aber momentan ist es so, dass alles, was ich sagen möchte, ich nicht auf YouTube sagen kann, ohne wahrscheinlich verklagt zu werden. Ich bitte euch um eure Meinung zu dem Fall. Lasst ihr freien Lauf in den Comments. Verratet mir ganz ehrlich unter dem Aspekt von Moral oder Ethik und Kirche und Katholizismus und was auch immer, was ihr von der Reaktion dieser Krankenhäuser haltet. Und dazu habe ich in der Videobeschreibung mal die Kontakt-E-Mail-Adressen beider Krankenhäuser notiert. Ich sag's mal so, Internet, do your thing! Da einmal aufregen bis kurz vorm Herzkasper am Tag auf jeden Fall genug ist, fliegen wir jetzt im übertragenen Sinne nach Chicago. Denn dort wurden auf dem Flughafen 18 abgetrennte Köpfe gefunden. Was? Niemand wusste, woher sie kommen und wohin sie gehen. Fliegen sollten. Und es dauerte Ewigkeiten, bis sich herausstellte, dass die 18 Köpfe zu einem Krematorium überführt werden sollten. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich nur drei Wege, wie man auf so einen Fund reagieren kann. Was haben wir denn hier? So, dürfte ich einmal schauen, was Sie da haben? Lassen Sie mir einmal einen Blick in Ihre Tasche werfen. Nope, nicht heute. Die Frage bleibt natürlich erstmal offen, warum jemand 18 Köpfe per Luftpost verschippern will und das auch noch so schlecht gekennzeichnet. Momentan wird weiterhin nachgeforscht, wo der Rest der Bande stecken könnte. Und auch illegaler Organhandel wird nicht mehr ausgeschlossen. Wobei die Täter dann anscheinend ganz schön dämlich sind, die Köpfe auf so eine beknackte Art und Weise loswerden zu wollen. Wenn es um Organhandel geht, dann hätten sie sich bei uns in den deutschen Krankenhäusern definitiv noch eine Scheibe abschneiden können. Ha! Ha! Ach, traurig, aber wahr. Was war denn das Skurrilste, das ihr jemals gefunden habt? Schreibt es in die Kommentare und bis dahin, Überleitung. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Jungs und Mädels. Bleibt gesund, bleibt sexy. Wenn euch die Show gefallen hat, dann gebt dieser Folge einen Daumen nach oben. Damit helft ihr nicht nur mir in meiner Show, nein, ich lerne auch immer besser, was euch wirklich gefällt. Das war das erste Mal, dass ich diesen Satz ohne Pause gesagt habe. Ich freue mich auf nächsten Montag. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Internet. Do your thing!